Hallo und herzlich willkommen im Keller. Es ist wieder Zeit für ein kleines Dankeschön-Video. Und zwar haben mich drei Sächelchen erreicht und alle drei haben es völlig übertrieben. Bekanntlich, ne? Aber das erste, das war zugegebenerweise jetzt, das ist noch im Rahmen, wo ich noch einigermaßen kein schlechtes Gewissen haben muss. Von daher herzlichen Dank, dass du es zwar übertrieben, aber nicht völlig übertrieben hast. Und zwar war das so ein kleines Umschlägelchen hier. Und im besagten Umschlägelchen war unter anderem drin das eine Zubehörteil, dass man für ein Schweizer Taschenmesser noch unbedingt braucht. Ne? Weil die haben ja, also viele haben, nicht alle haben, aber viele haben ja diesen berühmten Korkenzieher, den man, wenn man ihn braucht, dann auch wirklich sehr dringend braucht. Das ist meine persönliche Überzeugung und ich finde den einfach cool. Der muss da halt einfach dran sein. So. Und da man den jetzt nun schon hat und die Möglichkeit besteht, da jetzt noch einen weiteren zusätzlichen kleinen Gegenstand einzubauen, das ist ein Mini-Schraubenzieher, der zum Beispiel für Brillen ganz gut geeignet ist oder für sonstige Situationen, in denen man wirklich an ganz kleinen Sachen rumschrauben muss, für Uhren vielleicht noch. Gibt es leider nicht als Kreuzschlitz, gibt es leider nur als Schlitz. Aber ja gut, wenn das wirklich so winzige Schräublein sind, dann könnte das vielleicht ja auch funktionieren, dann nur mit dem Schlitz dann rumzuschrauben. So, und dieses Teil gehört jetzt hier rein. Mark. So. Und dann hat man den auch eben entsprechend gut verstaut und man kann sein Messerchen auch zuklappen und da sitzt der dann ganz sicher. Man kann ihn theoretisch auch noch weiter reinschrauben. Dann guckt allerdings hier der Haken in Anführungszeichen wieder raus. Und eine der tollen Funktionen von dem Teil finde ich ja gerade unter anderem, mal abgesehen davon, dass es ein Schraubenzieherchen ist, kann man es auch als Schutz verstehen, dass man sich nicht ganz so schnell an der Spitze vom Korkenzieher piekt. Weil wenn man das Ding zuklappt, dann steht die Spitze ja auch teilweise so ganz kleines bisschen da eben entsprechend ab. Und das ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall, jetzt wo man diesen Schutz dann da quasi noch drauf hat. Also wirklich ein schönes Spielzeugchen. Davon habe ich zwei gekriegt. Den einen habe ich jetzt zu Demonstrationszwecken hier jetzt gleich installiert. Und den zweiten habe ich an meinem Rangerwood. Wo ist es? So viel Zeug in der Hosentasche. Hier. Da habe ich dann auch entsprechend den zweiten dran festgemacht. Und ja. Nur damit du weißt, wo sie abgeblieben sind. Also das ist sehr cool, Kleinigkeit, aber wirklich sehr witzig. Und ich hatte die halt echt noch nicht und du hast recht, das muss man einfach haben. Das gehört einfach dazu, allein weil es geht, ist das ein wesentliches Element, das man bei einem Schweizer Messer unbedingt hinzufügen muss. So, und dann war noch dabei eine Swisscard, um meine Sammlung von Victorinox-Utensilien zu vervollständigen. Was natürlich toll ist, mit der habe ich auch schon lange geliebäugelt. Und ja, jetzt habe ich eine. Das ist natürlich wirklich ganz famos. Und was kann die? Die kann unter anderem, also erstmal hat sie hier so ein lustiges, aufklappbares Dingelchen. So, dann kann man da entsprechend ein Scherchen rausziehen. Und gut, was die Schere kann, ist klar. Funktioniert hervorragend. Klappt besser als diese im Messer verbauten Scheren, wie ich finde, weil man sie halt richtig in die Hand nehmen kann und man sie gegebenenfalls auch in die andere Hand nehmen kann und dann auch mit links entsprechend schnippeln. Ist gerade beim Nagelschneiden relativ hilfreich, habe ich schon festgestellt. Aber solche Scherchen, da gibt es ja viele mögliche Anwendungsgebiete. Und gerade so in der Zivilisation, wenn man gerade irgendwie eine Kleinigkeit was abschnibbeln möchte und gerade mal kein Messer zücken möchte, weil man mit empfindlichen Personen unterwegs ist, ja, das gibt's. Ist mir schon ein paar Mal passiert, dass die einen halben Herzklabasch da kriegen, wenn man dann mit dem Rangerwood zum Beispiel entsprechend in Erscheinung tritt, was ja absolut legal ist. Aber halt dann schon ein kleines bisschen ein größeres Taschenmesser und das langt denen dann schon, den empfindsamen Personen. Oh mein Gott, was hast du denn da dabei? Jawohl, ja. Von daher, also wirklich multifunktionell einsetzbar und qualitativ macht die auch einen ganz hervorragenden Eindruck, die kleine Schere. Und dann schickt man die da entsprechend wieder rein und macht hier entsprechend das Dingelchen wieder zu und dann ist das wunderbar verstaut. So, dann gibt es ein Messer. Natürlich gibt es auch ein Messer.
habe ich gerade irgendwas zum Schnibbeln. Hier habe ich einen Karton. Da kann man mal ein bisschen schnibbeln und dann sieht man, es ist durchaus also ein taugliches Messerchen. Ne? Also nicht nur Spielzeug, sondern man kann da schon auch ein bisschen was mit schneiden. Das ist ein dicker Karton, also das funktioniert wunderbar. Schönes, scharfes, kleines Messer, so für die kleinen Schnibbelereien im Alltag. Was ich auch noch schön finde, ist, dass das hier transparent ist. Dafür muss ich es mal scharf stellen. So. Kann man dann schön das Innenleben von dem Teil sehen. Ups, noch einmal umdrehen. Sieht irgendwie cool aus, wie ich finde. Upp, beim Umdrehen hat er dann den Autofokus verloren. Okay. Ja, das ist also durchaus auch was Cooles. Was kann das Ding noch? Es hat noch eine... Na, wenn ich sie rausbekomme. Ah, da. Eine Feile. Und mit so einer Spitze zum, ich sag immer, Dreck unter den Fingernägeln entfernen. Ich kann das durchaus brauchen. Da kann ich durchaus was mit anfangen. Doch, doch. Und natürlich gibt es den Zahnstocher. Und selbstverständlich gibt es auch, wo ist sie? Die Pinzette. Hier ist sie. Ne? Und es gibt auch, und das ist jetzt nicht ganz so selbstverständlich, einmal hier noch eine Nadel. Ja, gut, die muss ich glaube ich nicht unbedingt scharf stellen. Die glaubt ihr mir auch so, dass sie da ist. Sehr schön, sehr schön. Und einen Kugelschreiber. Und das ist natürlich auch was super Praktisches. Und kurz zu demonstrieren, dass der auch wirklich schreibt. Hier ist unser Karton. Ja. Ja. So. Da kann man sehen, der schreibt, wenn auch nichts Gescheites in diesem Fall. Das liegt natürlich eher an mir. Ja, also das ist auf jeden Fall sehr cool. Ich denke drüber nach, die alternativ in den Geldbeutel noch dazu so zu packen und vielleicht noch die eine oder andere EC-Karte, also EC-Karte jetzt nicht unbedingt gerade, nicht gerade die Bankkarte, aber vielleicht noch die eine oder andere Karte in Kreditkartenform doch eher zu Hause zu lassen, die man dann doch vielleicht seltener braucht und dafür dann halt eben dieses Ding rumzuschleppen. Ich denke sehr, sehr, sehr intensiv drüber nach. Ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, weil mein Geldbeutel ist eh schon relativ fett, aber ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Da freue ich mich sehr drüber. Also vielen herzlichen Dank. Ja, dann kommen wir zum zweiten kleinen Paketchen. Und das ist diesmal, Gott sei Dank, auch wieder nur eine Kleinigkeit, weil du hast mir jetzt echt schon mehr als genug Zeug geschickt. Also wirklich, wirklich, wirklich mehr als genug. Und zwar so tolle Jetflame-Feuerzeuge. Und insgesamt waren es, genau, ganze 6 Stück davon. Das ist natürlich großartig. Ich habe auch gar nicht so viele Feuerzeuge rumliegen. Und daher kann ich einen kleinen Vorrat davon sehr wohl sehr gut gebrauchen. Und hier gibt es auch wieder welche in nicht sehr männlichen Farben, die ich dann gegebenenfalls durchaus weiterreichen würde an bessere Hälfte. Die freut sich bestimmt da auch drüber. Ich glaube, die hat auch nur ein stinknormales Standardfeuerzeug und auch nur eins und schafft auch relativ viel mit Streichhölzern. Von daher kann sie das bestimmt gebrauchen. So, was können die? Die haben hier erstmal einen Deckel. Ne? Das ist also schon mal praktisch mit dem Deckel. Und der Deckel geht auf und dann kommt da eben entsprechend die gute Jetflamme zum Vorschein. Er hat den großen Vorteil, die kann nicht ausgepustet werden von Wind. Wirkt sehr, 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 sehr zuverlässig auf mich. Der Haken ist durch die ganzen Innereien, die dieses Ding jetzt hat, die ganzen Zusatzmechanismen, um diese Jetflamme zu erzeugen, ist der Tank ein bisschen kleiner. Ne? Also wir befinden uns tankvolumentechnisch auf dem Niveau von so einem kleinen Big-Feuerzeug zum Beispiel, ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr. Aber dafür haben wir halt eben diese draußen wirklich wahnsinnig praktische Jetflamme. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein gutes Geschäft,
so im Vergleich. Ne? Und da habe ich jetzt halt jede Menge davon, jede Menge Vorrat und kann jetzt jede Menge Feuerchen machen, ohne großartig Zunder mitschleppen zu müssen. Weil mit so einem Jetflame-Feuerzeug lässt sich wunderbar auch einfach irgendeine Handvoll Stöckchen entzünden. Da braucht man sich dann wirklich keinen Zunder suchen, wenn man sowas hat. Das geht natürlich auch mit einem normalen Feuerzeug. Hiermit geht es halt besser, einfach aufgrund der Tatsache, dass der Wind dann halt eben nicht so der Faktor ist. Und wenn davon viel geht, dann umso besser, wenn man sowas dabei hat. Das kann ich sehr gut gebrauchen. So, und dann haben wir hier noch ein Mini-Kapselfeuerzeug. Das stellen wir auch kurz scharf. Wirks, jetzt haben wir es. Und zwar hat das die wundersame Eigenschaft, also erst nochmal Mini zu sein. Ja, die Schrauberei magst du jetzt nicht vom Fokus her, ne? Und trotzdem ist hier drin ein entsprechendes kleines Rädchen mit darunter befindlichem Feuerstein und nebendran ein Docht. Und wenn man das jetzt anreißt, dann brennt's. So, und das ist halt mini. Und das ist halt meiner Meinung nach auch nochmal richtig cool, dass es die so klein gibt, wusste ich nicht. Wirkt qualitativ durchaus relativ hochwertig. Man kann das zum Nachfüllen hier rausziehen, dann kommt hier diese Hülse zum Vorschein. Da drin ist quasi Watte, wo auch der Docht entsprechend drin sitzt. Und die kann man dann eben entsprechend wieder mit Feuerzeugbenzin tränken. Und dann macht man das Deckelchen hier wieder rein. Und durch den Dichtungsring, wenn man das Ganze zuschraubt, sollte das eigentlich, gehe ich schwer von aus, sehr gut dicht sein. Und das ist es offensichtlich bisher, weil es funktioniert noch und es war noch Benzin drin und es liegt schon ein bisschen bei mir, also allzu viel Benzin verdunstet da draus jedenfalls nicht. So was Ähnliches hatte ich schon mal, aber nicht ganz so mini. Und zwar, ich habe es glaube ich am Schlüsselbund, ja, jenes hier. Ne? Also das ist schon deutlich größer, das ist jetzt nicht weder nichts Negatives, dafür geht auch mehr rein, dann brennt es entsprechend länger, ist momentan gerade leer. Ja. Auch auf jeden Fall ein tolles Utensil zum einen Schlüsselbund machen. In Anbetracht dessen, ich habe jetzt gerade wieder ein paar Sachen vom Schlüsselbund abgemacht, dass er vielleicht ein bisschen zu voll geworden ist, würde ich jetzt kurzfristig mal lieber mit der Mini-Variante rumrennen, weil da spart man dann halt doch nochmal einiges an Platz in der eh schon überfüllten Hosentasche. Und ja, das ist auf jeden Fall fürs nächste dann mein Mikrofeuerzeug meiner Wahl. Sehr cool, also wirklich super, super klein. Das ist ja fast schon kleiner als diese kleinen Mini-Feuerstarter, die ich mir mal selber gebastelt habe, falls sich jemand daran erinnert, an das entsprechende Video. Dazu eine lustige Anekdote. Besagtes Video mit diesen Mini-Feuerstartern, wo man Feuerzeug so zersägen muss und solche Späße. Das ist das erste Video von mir, das eine Altersbeschränkung bekommen hat. Da hat irgendjemand gemeint, oh mein Gott, das dürfen sich Kinder aber nicht ansehen, dann machen die das ja nach. Und hat das entsprechende Video gefleckt. Und dann hat sich wohl scheinbar irgendein Mitarbeiter von YouTube das selbstständig angeschaut und hat beschlossen, ja, das stimmt, wenn sich Kinder das angucken, dann ist das ganz, ganz schlimm und die könnten das dann nachmachen und deswegen klatschen wir da jetzt eine Altersbeschränkung drauf. Oh, das heißt, das Video würde auch kein Geld mehr bringen, wenn es das jemals getan hätte. Von daher trifft mich das hart, aber nicht wirklich. Und ich fand es eigentlich ganz unterhaltsam, dass mir das jetzt auch mal passiert ist, dass mal irgendwas gefleckt wurde. Copyright und so ein Kram habe ich ja noch nie Ärger bekommen. Unangemessene Inhalte habe ich auch noch nie Ärger bekommen. Lediglich jetzt eine Altersbeschränkung habe ich jetzt. Oh, how shocking. Ja, und während ich das erzähle, ist jetzt auch dieses Ding noch alternativ am Schlüsselbund dran und na ja, ergänzt diesen meiner Meinung nach ganz hervorragend. Super, also vielen lieben Dank auch dafür und jetzt habe ich da mal alles, ne? Jetzt nicht immer übertreiben. Nee, aber das ist echt cool. Also die Feuerzeugchen sind super, das kleine Ding da gefällt mir sehr und doch. Sehr schön. Also vielen Dank nochmal. Hattest du noch irgendwas geschrieben, worauf ich antworten muss? Ich glaube nicht. Also es freut mich natürlich, wenn du dich freust. Ja. Genau, ich glaube, das war das Wesentliche. So, und dann hat es jemand voll übertrieben
und was Größeres geschickt, also so richtig übertrieben, also was Größeres im Sinne von Wert tendenziell, ne? Weniger im Sinne von Material, wobei schon auch ein großes Paketchen war, weil ja alles einzeln verpackt war, aber es lässt sich theoretisch, um mal zu spoilern, auf diese Größe runterbrechen, aber wenn man die ja jeweils einzeln verpackt, die Sachen, die da drin sind, dann ist das schon durchaus eine größere Menge. Aber fangen wir mal an mit etwas, was ich auch wahnsinnig gut gebrauchen kann, nämlich schlicht und ergreifend ein Mini-Stativ. Das ist jetzt das erste Mal, dass jemand von euch auf die Idee kommt, mir mal Kamerazubehör zu schicken. Finde ich toll. Also das kann ich ehrlich gesagt auch wirklich ganz hervorragend gebrauchen. Ich habe so ein ganz billiges, schrottiges Mini-Stativ. Ne? Also das war mal irgendwann einigermaßen stabil. Inzwischen sind die Beinchen so instabil. Und dieses Ding hier oben, ne, da wo man die Kamera draufschrauben sollte, das lässt sich auch nicht wirklich festschrauben, was halt dazu führt, dass das immer hin und her wackelt. Theoretisch kann man das mit diesem Griff fixieren, funktioniert halt überhaupt nicht. Da könnte ich höchstens eine super leicht Kamera noch draufschrauben. Meine Spiegelreflex, die ich jetzt im Einsatz habe, mit Sicherheit nicht mehr. Damit ist dieses Teil eigentlich für den Eimer. So, und im Vergleich hierzu ist natürlich das hier erstmal super verarbeitet, macht wirklich einen qualitativ sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Die Stützen hier, die haben einen gewissen Widerstand. Der ist nicht so schwer, dass er nerven würde. Der ist aber schon so da, dass man das in jede beliebige Position einstellen kann. Man könnte das also auch in relativ kleinem Winkel so auf den Tisch stellen. Gut, das seht ihr jetzt natürlich nicht, ne? Also so irgendwie, dass die Kamera relativ hoch steht. Und was auch extra so vorgesehen ist, wenn man die hier so zusammen macht, dann hat man da einen super Griff und kann das dann quasi auch als kleinformatigen Deppenzepter-Ersatz verwenden, um halt eben dann die Kamera drauf zu schrauben und das Kameragewackel etwas zu reduzieren. Ich glaube nicht, dass das bei der Länge jetzt riesige Unterschied machen wird, aber etwas mit Sicherheit, ne? Weil je länger der Arm da halt eben ist, mit dem die Kamera weg ist, desto weniger wird das gewackelt. Das nimmt dann schon deutlich ab und ich glaube, das bringt schon richtig was. Ich muss da jetzt noch ein bisschen experimentieren. Dann hat es hier diesen roten Knopf, der ist dafür da, wenn man den drückt, dann kann man hier oben diesen Kameraaufnahmeball, da gibt es irgendeinen Namen für, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls völlig in alle Richtungen bewegen, auch saupraktisch. Und wenn man ihn nicht drückt, dann sitzt das auch richtig, richtig, richtig schön fest. Das lässt sich auch super da dran schrauben an die Kamera. Ich habe es natürlich schon ausprobiert, kann ich jetzt logischerweise nicht machen. Und richtig cool, freue ich mich sehr drüber. Ich denke, damit kann ich mir bei der einen oder anderen Tour dann durchaus das große Stativ mal sparen und dann dieses kleine mitnehmen und dann stelle ich die Kamera halt auf irgendeinen Stein und setze mich vor den Stein und dann klappt das eigentlich, glaube ich, ganz gut, weil insbesondere mit der vergleichsweise schweren Filmausrüstung werde ich Stative bestimmt nicht mit auf Tour schleppen. Also das ist dann echt nicht mehr drin, außer so ein kleines Mini-Dingens. Und ich habe mir erst neulich, da habe ich mich mal schlau gemacht zu Stativen, weil ich überlegt hatte, kriegst du nicht noch irgendwo so ein super leichtes Stativ her, wo du trotzdem deine Kamera draufstellen kannst. Wird schwierig, werden auch nicht empfohlen von vielen Fotoprofis bzw. Kameraprofis, weil sie halt relativ instabil sind. Und wenn man auf so einem instabilen Ding dann seine teure Kamera stehen hat und dann fällt es halt doch um, dann hat man halt den Salat und das will man dann ja auch nicht wirklich. Und dann lieber so ein kleines, instabil, da kann dann auch nichts passieren, da kann auch nichts umfallen. Und man muss sich halt ein bisschen kreativ anstrengen, in Anführungszeichen, und dann Positionen zu finden, wo man das Ding dann auch benutzen kann, wo man eine etwas erhöhte Stellung hat, falls man wie ich halt eben gerne mal im Bild steht oder im Bild sitzt. Da muss man halt eben sich was einfallen lassen. Aber ich denke, gerade in Skandinavien oder ähnlichen Orten, da gibt es ja immer mal wieder so große Steine, wo man das dann prima machen kann mit so einem kleinen mit einem Mini-Stativ dann eben entsprechend arbeiten. Davon abgesehen, wenn man das so ganz normal flach auf den Boden stellt und die Kamera drauf, ist das ideal zum Pflanzenfotos machen. Das mache ich ja auch durchaus mal gerne. Und da freue ich mich sehr drüber, weil Pflanzenfotos mit normalen Stativ, kann ich euch übrigens bei dieser Gelegenheit mal zeigen. Ich habe hier so ein ganz billiges. Das ist das Ding, was ich eigentlich immer mit mir rumschleppe. Ne? Da habe ich tatsächlich am Stativ etwas gespart. Geht ganz gut. Es ist halt wirklich schön leicht. Ne? Es ist nicht sonderlich robust. Ihm fehlt inzwischen ein Fuß. Und
ja, man kann da schon irgendwie mitarbeiten und bisher hat es für meine Zwecke halt echt gereicht. Ist manchmal ein bisschen umständlich, aber ja, in nächster Zeit kann ich mir da sowieso nichts Neues leisten, weil ja die Kamera selber ja schon neu ist und das hat mein Budget für Neuerwerbungen erstmal für längere Zeit jetzt aufgefressen. Von daher umso schöner, dass ich das hier geschenkt bekommen habe. Vielen herzlichen Dank nochmal. Jawohl. Und ich hatte vergessen zu erwähnen, bei dem kleinen Mini-Feuerzeug, da ist noch ein Satz Zubehör dabei. Also ein zusätzlicher kleiner Feuerstein hier inmitten des Dichtungsrings und ein richtig langer Docht. Also doch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag sollte der ausreichen. Das finde ich auch nochmal toll, wenn das gleich noch mit Zubehör eben entsprechend ausgestattet ist. Nicht sobald irgendwas kaputt ist, kannst du das Ding wegschmeißen, sondern es gibt einen kleinen Satz Zubehör dazu. Den muss ich mir hier auch an einem wichtigen Ort, das war ein wichtiger Ort, entsprechend aufbewahren. Okay, also das noch als kleine Ergänzung, weil ich es vergessen hatte. So, kommen wir zum letzten, aber eigentlich viele Gegenstände. Das ist dieses Ding hier. Was ist das? Naja, man kann es ungefähr erahnen, wenn man von so rum drauf guckt. Jedenfalls hat es so diese praktische Hülle. Ich glaube, also meistens bin ich kein Fan von diesen Hüllen von Kochgeschirr. In diesem Fall finde ich, macht es schon Sinn, weil das ist ja alles in allem zusammengestapelt. Und wenn man da nicht zwischendrin Hüllen hat, dann hat man ja jeweils das Äußere seines Kochgeschirrs, sprich das, was dreckig wird, und stellt es in das, was noch Möglichkeit sauber bleiben soll, nämlich das Innere von anderem Kochgeschirr. Deswegen bin ich bei diesem Set jetzt durchaus der Meinung, dass diese lustigen kleinen Täschchen hier durchaus wichtig sind. So, zunächst mal haben wir einen Deckel. Ne? Da ist praktischerweise sogar noch so ein kleines Sieböffnüngchen dran. Also wenn man sich mal Nüdelchen kochen möchte oder Reis oder ähnliches, dann kann man das über diesen Deckel auf jeden Fall einigermaßen gut ausgießen. Da bin ich ziemlich überzeugt von. Sind da ja eh nur geringe Wassermengen dann eben entsprechend im Spiel. So, und wenn ich jetzt das hier mal abmache, dann kommt da zum Vorschein ein Topftasse, je nachdem wie man das dann halt eben entsprechend nennen möchte, ist jedenfalls schön groß, hat 500 Milliliter Nutzvolumen. Nutzvolumen heißt, hier ist der Strich für 500 Milliliter. Na? Ja. Und das heißt, da kriegt man also wirklich auch bis 500 aufgefüllt, ohne dass einem das Ding gleich überquillt. Also schön groß für eine Person, für eine kleine Mahlzeit auf jeden Fall ausreichend. Kommt halt immer so ein bisschen drauf an, was man sich machen möchte. Für größere Kochvorhaben habe ich gerne einen Litertopf, aber für einigermaßen sattmachende Portionen für eine Person langt das auf jeden Fall absolut aus. Und jetzt kann man mal an dieser Stelle vielleicht anmerken, das ist alles aus, man merkt es vielleicht schon auch ein bisschen an der Farbe, wenn man sich auskennt, ist natürlich alles aus Titan, ne? Und von der Firma Torx. Also hier steht jetzt 550 Milliliter Tasse, Topf, was auch immer, natürlich drauf, aber das ist ja nicht unbedingt wirklich bis 550 auffüllbar, von daher, ne, aber finde ich eigentlich ganz cool. Außerdem noch diese Skala, die da drin ist, das finde ich auch sehr, 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 sehr praktisch, das hat man ja auch nicht überall, ganz was Schönes, und dann ist hier noch dieser schöne Klappgriff hier, den man dann auch eben entsprechend zum Transport einklappen kann, ganz, ganz toll. Wiegt dieses Ding hier, Moment, ich habe mal nachgeguckt, da waren noch so Etiketten dabei, die habe ich inzwischen zwar abgemacht, aber ich kann es nochmal nachschauen. 100 Gramm, 100 Gramm für diese große entsprechende Tasse hier, laut Zettelchen. Für Titan relativ dickwandig, habe ich den Eindruck. Also ziemlich massiv für eine Titantasse. Ich habe da schon deutlich dünnwandigeres gesehen, was man auch machen kann, wenn man mit Titan arbeitet, weil es ja stabil genug ist, um dann mit sehr dünnwandigen Materialstärken zu arbeiten. Aber geht dann halt auch leichter kaputt und von daher finde ich das eigentlich ganz cool, dass die sich hier entschieden haben, das vergleichsweise dick zu machen. Ne? Also da habe ich wirklich schon dünnwandigeres gesehen. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier das Innenleben. Was ist jetzt im Innenleben drin? Da befindet sich jetzt, wie zu erwarten war, ein zweites Gefäß. In diesem Fall, das kann man jetzt sicherlich guten Gewissens als Tasse bezeichnen.
auch wieder mit den entsprechend schönen Grifflein. Und das ist natürlich zum Trinken optimal. Für ein kleines Tassensüppchen oder ähnliches lässt sich das wunderbar verwenden. Und da drin ist dann auch noch die dazugehörige Kochvorrichtung. Bestehend einmal hier aus dem Ständer, wo man die Sachen entsprechend draufstellen kann, um sie zu erhitzen. Jetzt muss da natürlich noch entsprechend ein Köcherchen drunter. Und das ist das, was in diesem Säckchen drin ist. Auch wunderbar einzeln verpackbar, damit man halt eben nichts anderes dreckig macht. Das finde ich relativ sehr durchdacht mit diesen ganzen jeweiligen Säckchen dazu und so weiter und so fort. Das ist dieser Topf. Das sieht jetzt aus wie ein ganz normaler Topf, ist aber nicht ein ganz normaler Topf. Ja, ich glaube, hier sieht man es ganz gut. Hier sind oben im Rand so kleine Öffnungen, ne? Ich drehe es mal, kann man sehen. Jawohl. Und das sind quasi die Öffnungen, die ein Trangia-Kocher auch hat. Und wenn wir jetzt da unten reingucken, jetzt sehen wir nichts aus Lichtgründen, sind da unten auch nochmal so kleine Öffnungen. Sprich, das Ding ist doppelwandig, darauf will ich hinaus. Moment, jetzt machen wir mal Fotos wieder, Fokus wieder normal, genau. Also, doppelwandiges Töpflein und wenn man jetzt hier unten Spiritus reinkippt, dann sollte der die Wand hochsteigen und dann die Flammen oben aus den Öffnungen austreten. So, das kann ich jetzt natürlich vermuten und das kann ich auch so erzählen, aber am besten probieren wir das mal aus und deswegen gehe ich mal den Spiritus holen. Machen da mal ein wenig rein. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, weil ich gerade zu faul bin, die Kamera nennenswert entsprechend zu verstellen. Ne? Der ist jetzt da drin. Ich vermute, dass es den jetzt irgendwie so ein bisschen da hoch saugt. Na, tut es bisher nicht. Wahrscheinlich muss man ihn erst anzünden, damit er da entsprechend dann etwas hochgesaugt wird. Das kommt ja normalerweise dann jetzt hier drüber. Und dann stellt man da eben entsprechend seine Tasse bzw. Becher oben drauf. Da ist nichts da, was ich jetzt irgendwie groß köcheln möchte, aber zum Anzünden reicht es auf jeden Fall. Womit zünden wir denn das am dümmsten an? Da hinten liegt was Gutes. Das ist, denke ich, eine gute Option. So, brennt. Bisher. Aha, ja, das war ja interessant. Habt ihr das gesehen? Die haben jetzt gerade gezündet, die kleinen Jetflammen. Das ging ganz schnell. Entschuldigung. Und jetzt kann man auch schön sehen, ich hoffe auch auf der Kamera, dass das also jetzt quasi aus diesen kleinen Öffnungen daraus eben die entsprechenden Flammen gibt. Es gibt also insgesamt eine große konzentrierte Flamme, scheint mir auch sehr effizient vom Brennstoff. Und jetzt müsste man halt nur noch dieses Ding da drauf stellen und dann klappt das wunderbar. Toll, super Kocher, soweit ich das bisher beurteilen kann. Ich muss da halt natürlich noch entsprechend mehr mit rumspielen. Aber der brennt richtig gut, der zieht wunderbar. Heieieiei. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal spaßeshalber noch ein bisschen rennen. Beziehungsweise noch ein bisschen brennen. Spiritus ist ja nicht teuer. Wäre nur noch die Überlegung, wie prägt man das dann hinterher wieder aus. Bestimmt. Oder. Bestimmt auch. Das sollte alles überhaupt kein Problem sein und funktionieren. Wobei, wenn man sich das Innere der Tasse dann verspiritoniert, ist ja auch wiederum weniger schön zum Essen. Das Innere vom Topfdeckel sollte man vielleicht auch nicht. Vielleicht kann man ihn auch auspusten. Ich teste mal. Naja, mit ganz viel Puste vielleicht. Aber ich lasse das jetzt einfach noch ein bisschen brennen. Ja. Das ist auf jeden Fall ein tolles Topfset, ein tolles Kochset. Gerade so für eine Person ist das ja wirklich super, super leicht. Und alles zusammengerechnet, ich nerv euch nochmal mit den Gewichten. 60 Gramm wiegt die kleine Tasse hier. Und 20 Gramm wiegt der Kocher. Was der Windschutz wiegt, weiß ich nicht. Steht nicht dabei. Wird auch nicht allzu schwer sein, gehe ich mal schwer von aus. Also was heißt der Windschutz, dieser Drahtkäfig, wo man dann entsprechend sein Zeug draufstellen kann.
Und ja, also alles in allem sind wir dann bei 180 Gramm so von den Angaben her. Jetzt sagen wir mal, das Gitterchen wiegt nochmal 20 Gramm, dann sind wir bei 200 Gramm. Ob da jetzt natürlich die jeweiligen Tüten, Einpackhilfen sozusagen schon dabei sind, weiß ich nicht. Aber das wirkt wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend, dieses Köcherchen. Auch was da jetzt eben entsprechend an Performance, der an den Tag legt, ist durchaus beeindruckend. Gar nicht schlecht, überhaupt nicht schlecht. Ja, ich bin gespannt, das dann entsprechend draußen auszuprobieren. Und dann sage ich jetzt nochmal ganz herzlich Dankeschön und bis zum nächsten Mal und macht's gut. Und ich muss noch lernen, besser in die Kamera zu gucken und weniger aufs Display. Aber ist alles noch neu, ne? Habt Nachsicht.